Deutschlands größte Unterflurtropfbewässerung im Ackerbau gibt es im niedersächsischen Darchau im Kreis Lüneburg. Der Leiter der Agrarvereinigung Darchau zeigt uns seine Maisschläge. Wir sehen hier eindeutig, hier am Rand liegt keine unterirdische Beregnung. Und hier auf der linken Seite ist die unterirdische Beregnung. Und wir sehen natürlich an den Erträgen auch, dies ist der Kolben von der unberegneten Fläche, ein Kolben pro Pflanze, und von der beregneten Fläche haben wir hier zwei Kolben. Der Unterschied ist hier schon sehr gravierend. Mit einer Art Tiefengrubber haben sie Anfang des Jahres Beregnungsschläuche installiert, in 40 cm Tiefe mit einem Meter Abstand auf insgesamt 72 Hektar. In diesem Schlauch befinden sich kleine Membrane in einem Abstand von 50 cm. Ab 1 Bar Druck kommt hier leicht tropfendes Wasser raus. Und das sind dann für unser System 2,8 bis 3 Liter pro Quadratmeter und Tag. Inklusive der Eigenleistung hat der Betrieb für die Bewässerungsanlage etwa 5.300 Euro je Hektar investiert. Wir hatten ein wenig die Bedenken, dass wir, wenn wir 1 Meter Abstand legen, dass wir eine Wellenbewegung in der Pflanze haben, sodass wir das Wasser nicht ordnungsgemäß überall ankommt. Wir haben nach den jetzigen Erkenntnissen und auch nach diesen Fotos hier keine Wellenbewegung auf dem Abstand von 1 Meter. Die Pflanzen ziehen sich überall dort schön zum Wasser hin. Zum Schluss noch einen Blick in den Container mit der Anlagensteuerung. 2 Stunden lang wird jede Fläche pro Tag bewässert. Was zeigt ein Kostenvergleich zu anderen Bewässerungssystemen? Wir haben unseren Betrieb mit einem Betrieb in der Uckermark verglichen, der Kreisberegner installiert hat. Wir haben festgestellt, dass die Investitionssummen bei beiden Anlagen identisch sind, haben aber auch festgestellt, dass wir ca. nur 50% des Stroms benötigen als die Kreisberegner. Das heißt, wir sparen ungefähr, je nachdem wie viel wir beregnen, zwischen 70 und 100 Euro je Hektar sind wir günstiger in den Betriebskosten gegenüber den Kreisberegner, die sonst auch schon sehr wirtschaftlich sind.